Ja, ich weiß, das war gemein. Aber wollen wir jetzt direkt hinspringen oder noch irgendwas ausbauen? Wir haben tierisch viel Scrap. Das machen wir nochmal kurz zu. Und ich habe schon wieder vergessen, ob wir im letzten Sektor auch noch Sachen einkaufen können oder nicht. Also ich weiß, es gibt Nachfüllstationen und ich weiß, wir kriegen das Scrap da hinterhergeworfen wie nichts Gutes. Also machen wir was. Wir sollten unsere Schilder auf 4 Punkte bringen. Dafür brauchen wir 180 plus die ganzen hier unten. Da geht schon mal fast alles für drauf. Na gut, also wenn es denn einen Shop gibt, dann hoffen wir mal, dass wir vorher ein wenig Scrap sammeln können. Aber so oder so wird ein vierter Schildpunkt schon sehr viel ausmachen. Also Augen zu und durch. 1, 2, 1, 2 und wir haben nur noch 24 über. Oh weia. Dafür haben wir jetzt 4 Schildpunkte. Wir verursachen zwar nicht sehr viel Schaden, da wir ja nur diese zwei kleinen Burst Laser haben. Aber schauen wir mal. Dieses doofe Ding schwebt hier immer noch rum. Ich weiß immer noch nicht, was es war. Aber gut, springen. Nächster Sektor. Last Stand. Nächstes Achievement, weil wir es auf normal geschafft haben. Und noch ein Achievement, weil wir keine Drohnen installiert haben. Auch nicht schlecht. So, wir erklären kurz unsere Mission. Wir kriegen 10 Treibstoff und werden losgeschickt. Wir können uns da reparieren lassen. Da ist das gegnerische Schiff. Und da ist ein Gegner. Ich will nicht unbedingt gleich gegen Gegner kämpfen müssen. Wir springen jetzt einfach möglichst schnell Richtung Flaggschiff, weil die erste Version von dem Flaggschiff war recht gut machbar. Also dahin, dahin und dann gucken, wo der bis dahin ist. So, Sprung. Gebt mir Waffen. Oh. Wir finden einen Asteroidengürtel. Wir sind volle Schilde, also gucken wir mal nach. Und wir finden drei Raketen und 43 Scrap. Sehr schön. Springen. Da sind Rebellen, da können wir reparieren. Er ist bald da. Na gut, springen wir hier hin. Das ist unsere Flotte. Da ist ein Gegner und er kreist da oben. Da haben die Rebellen schon übernommen. Also müssen wir da hin und kämpfen wahrscheinlich. Also da ist ein Schiff. Und ja, ist eine automatische Drohne. Mit nur drei Schildpunkten und vier Waffen. Und ein Tarnsystem. Jo, super. Die werden uns gleich gut einen reinzwiebeln können. Vor allem haben sie zwei Ionenwerfer. So, jetzt können wir schießen. Bombe auf Schilde. Und er trifft nicht. Bombe auf Schilde. Er trifft. Laser hinterher. Einmal getroffen. Wir haben die Rakete Gott sei Dank nicht abbekommen. Haben noch einen Schildpunkt, hat der Gegner. Hinterher mit dem Laser. Schilde fast ausgeschaltet, aber unsere ionisiert und er schießt schon wieder mit dem doofen Raketenwerfer. Wir haben nur 9 Raketen. Wir sollten davon auf jeden Fall eine Menge aufbewahren für den Endkampf. Das heißt, wir versuchen ihn jetzt nicht davon abzuhalten, sich zu tarnen. Wir versuchen. Ja, genau. Zu spät. Aber ich denke mal, er wird nicht schießen können. Um getarnt schießen zu können und sich dabei nicht zu enttarnen, braucht halt diese Spezialausrüstung. Ja, er schießt. Oh, eine volle Breitseite. Er hat alle 4 Waffen abgefeuert. Dafür machen wir jetzt aber auch seine Waffen kaputt, wenn wir es denn so weit gut überleben. Ja. Waffen, Waffen, alles weg. Deaktiviert, sehr gut. Also unser Artilleriebeam hat noch eine Waffe ausgeschaltet, aber nicht den doofen Raketenwerfer. Kann noch nicht angehen. So. Komm, mach kaputt. Jo, ganz kaputt. Und wir haben ein Loch in der Hülle. 70 Scrap. Okay. Dann geht mal reparieren, bitte. So, und da unten. Und danach müssen die Krankenstation. Fertig, Krankenstation. Ja, also wie es den Anschein hat, gibt es keine richtigen Händler. Jedenfalls nicht so auf der Karte. Vielleicht gibt es irgendwo ein Zufallsereignis, das sowas ähnliches macht. Aber das müssen wir dann gucken. So, Swarms geht zurück zu den Sch ist bei den Schilden. Du gehst zurück zum Antrieb und du gehst. Banks? Wo kommst du denn her?
ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir noch einen dazu bekommen haben. Du reparierst mal das da. Und du bist jetzt unser Security-Team. Oder war da schon die ganze Zeit da? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Ja, du bleibst mal da bei den Türen stehen. Ist okay. Springen? Ah, da ist das Flaggschiff demnächst. Wir springen mal genau dahin. Base? Achso, das ist die Föderationsbase, die nicht fallen darf. Ich dachte schon, da könnten wir auch irgendwas kaufen oder so. Na gut, wir springen dahin. Da wartet schon ein Schiff auf uns. Und eventuell danach auch noch das Flaggschiff. Mal gucken, wie das so hinhaut. Wir sollten vorher noch unsere Punkte ausgeben. Und zwar für noch mehr Ausweichen. Das klingt sehr praktisch. Oder nochmal 10 Sekunden bei unserem Artilleriebeam. Das klingt irgendwie praktischer. So. Ein Punkt da rein. Oh, der Balken ist richtig schön kurz. Alle 20 Sekunden. Piu, piu. Also, wir springen jetzt dahin und machen piu, piu. Ja, die Rebellenflotte ist schon da. Und das Flaggschiff auch. Und es tarnt sich sofort. Ja, mal gucken, wie das auf normal wird. Das wird bestimmt richtig übel. Die werden gleich alle vier auf einmal schießen und dann ist irgendwas kaputt. So, stopp, sie sind da. Wir hätten gerne eine Bombe auf die Schilde. Dahinter gleich noch eine Bombe auf die Schilde. Beide haben getroffen. Sehr schön. Alle Laser hinterher. Schilde sind angeschlagen. Oh, hat er gerade 3 Raketen geschossen? Astell, was sind das für Waffen? Das ist ein dreifach Ionenbläser. Das ist ein dreifach Laser und das ist ein dreifach Raketenwerfer. Wow. Okay, waren nur 2 Schadenspunkte, aber es sah sehr beeindruckend aus. Ja, wir sollten auf jeden Fall... voilà. Du schießt da auf eine Bombe. Du schießt auf die Waffensysteme. Ach, die haben alle ja jetzt einzelne. Du wirfst mal eine Bombe. Nee, du wirfst keine Bombe. Wir müssen ein bisschen sparsam sein. Also wir versuchen jetzt die Schilder auszuschalten. Treffen auch. Und sie sind ganz kaputt. Sehr schön. Dann schießen wir mit dem einen Burst Laser. Oder wollen wir erstmal das Tarnsystem ausschalten? Ah, es sind zu viele Ziele. Also erstmal schalte ich diesen doofen Doppelraketenwerfer aus. Mit einer Salve, hoffentlich zumindest angeschlagen. Und mit dem anderen Burst Laser schieße ich auf das Tarnsystem. Das dann wahrscheinlich nicht kaputt ist, aber angeschlagen genug, damit er nicht sich so lange tarnen kann. Gucken wir mal. Die Theorie war ja ganz gut. Das ist zerstört, jedenfalls temporär. Also ja, zerstört ist immer ganz kaputt. Also es ist schwer angeschlagen. Und es sind 2 Feuer ausgebrochen. Also eventuell stirbt die Crew auch noch. Dafür haben wir das Tarnsystem nicht erwischt. Ich schmeiß doch mal eine Bombe ins Tarnsystem. Wir haben dann noch 5 Raketen. Ja, sehr schön. Zerstört und Feuer. Besser geht's gar nicht. Als nächstes trifft unser Beam fast alle Räume. Und wir nehmen das nächste Waffensystem aufs Korn. Oh, die Schilde sind bald wieder repariert. Okay, Burst Laser 1 auf die Schilde. Burst Laser 2 auf die... was auch immer das da ist. Schilde sind kaputt, Waffe ist kaputt. Es läuft echt gut, sehr gut. Schieß mal auf den Antrieb. Die Dreifach-Ionenkanone schießt mit allen 3 daneben. Und wir haben ihn gleich zerstört. Sehr gut. Mehr auf dem Antrieb, damit er nicht ausweichen kann. Schöne Sache. Erste Phase geschafft. Wir kriegen 3 Treibstoff, 2 Raketen und 21 Scrap. Und wir haben uns dementsprechend auch gleich reparieren können, weil wir diesen Scrap-Roboter-Arm haben. Der ist echt praktisch für diesen Endkampf. So, es ist nichts soweit beschädigt. Jeder ist da, wo er sein soll. Wir springen weiter. Wir können nicht dahin springen, wo er hin will. Wir springen jetzt dahin und dann dahin. Und hoffentlich machen wir hier irgendwas, was uns Scrap bringt, also wir uns reparieren können. Ja, das machen wir so. Oh, gegnerische Flotte. Aber kein Zufallsereignis. Okay. Wir können ihn jetzt angreifen.
Wo wurde nochmal angezeigt, das Flaggschiff ist in Sprungreichweite von 3 Sprüngen zur Basis. Okay, die zweite Phase waren die Drohnen. Sehr, sehr viele Drohnen. Aber die können wir ja gleich am Anfang mit den Bomben ausschalten. Ja, ich glaube, wir sollten ihn sofort angreifen. Und danach können wir von da aus hier hinspringen, um uns zu reparieren. Also ja, ich glaube, wir spielen das Spiel gleich durch. Sehr schön. Aber ja, ruhig, Gerugon, ganz ruhig. So, es wurde wieder die Energie auf die Drohnen verlagert. Wir sehen eine Defense-Drohne, 2 Angriffsdrohnen. Wir wissen nicht, ob das eine Stufe 2 Defense-Drohne ist. Ich weiß auch nicht, wie die aussehen würde. Das müssen wir austesten. Erstmal schmeißen wir eine Bombe auf die Schilde. Dann gleich noch eine Bombe auf die Schilde. Dann alle Burstlaser hinterher auf die Schilde. Und dann in der nächsten Runde schießen wir nochmal auf die Schilde und auf die Drohnen. Wir haben einen Intruder. Du kümmerst dich mal um den Intruder. Das ist eine Drohne. Die können wir nicht ersticken. So, und du gehst so lange bitte in die Waffenkontrolle. So, was sagen die Waffen? Laden zu langsam auf, weil er rausgegangen ist. Naja, geht halt nicht anders. So, du kämpfst bitte da gegen den. So, Burst Laser 1 auf die Schilde. Und gleich danach Burst Laser 2 auf die Drohnen. Komm, 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 komm. Schönen Treffer. Richtig schön angeschlagen. Aber nicht angeschlagen genug. Wir schießen alle noch. Ah. Oh, Power Surge Detected. Was ist das denn? Wir schmeißen eine Bombe auf die Drohnen und eine Bombe auf die Schilde. Immer noch nicht defekt. Okay. Burst Laser auf das. Burst Laser auf das. Macht die Drohnen endlich kaputt. Nö. Sieht er nicht ein. Inzwischen haben wir... Oh, ganz viele Drohnen um uns rum. Wir schmeißen gleich noch eine Bombe darauf. Triff endlich und mach das kaputt. Ja, sehr schön. Alles kaputt. Keine Drohne bewegt sich mehr. Burst Laser. Burst Laser wohin? Komm, nochmal auf die Drohne. Und auf die Schilde. Oh, 3 Raketenwerfer, habe ich ganz vergessen. Hat uns aber nur einmal getroffen. Und wieder angegriffen. Sehr gut. Wir kriegen 1 Treibstoff, 1 Rakete, 20 Scrap. Dadurch dürfen wir uns auch wieder heilen. Wir haben dann aber nur 3 Raketen für den letzten Kampf. Das ist nicht gut. Er zieht sich zurück. Wir springen mal in die Reparaturbasis und greifen ihn danach gleich wieder an. Oh ja, das sieht sehr schön aus. So, wir kriegen 5 Treibstoff, 4 Raketen, 5 Drohnen und werden repariert. Und greifen den jetzt direkt an. Hoffentlich ist er noch da, hoffentlich ist er noch da, hoffentlich ist er noch da. Ja, er ist noch da. Irgendeine Art von Superwaffe. Die Superwaffe besteht... ich war viel zu voreilig. Erstmal ist die gegnerische Drohne noch mitten in unserem Schiff drin. Er hat das Leck da hinten nicht repariert. Und er ist nicht an seinem Posten. Also ja, wir machen es jetzt ein wenig anders. Wir schicken ihn da weg, weil wir brauchen ihn unbedingt bei den Waffen. Und wir schicken ihn dahin, einfach nur um Zeit zu schinden. Der darf jetzt ruhig sterben. Das Spiel ist hier nachher vorbei. Die Superwaffe war deren Crew. Die teleportieren sich jetzt gleich rüber, wenn ich mich richtig erinnere. Also, wir schicken eine Bombe auf Schilde. Eine Bombe auf Schilde. Und, ah Mist, er hat ein grünes Schild. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Schilde, Schilde. Aber anscheinend haben unsere Bomben auch Schaden am Schild verursacht, was schon mal ganz gut ist. So. Wir haben da Angreifer. Die können wir mal sterben lassen. Das grüne Schild wird runtergeprügelt. Und der da hinten scheint gar nichts zu machen. Ist schon mal gut. Oh nein. Ah, sie greifen ihn bei dem Waffensystem an. Dann machen wir es mal anders. Wir schicken jetzt unseren Schild-Heini da auch noch hin. Der kann zwar nicht gut kämpfen, aber wenigstens etwas. Und die Schilde brauchen wir nicht so sehr, weil er, glaube ich, nicht durch unsere Schilde durchkommt. Also. Alle Mann da aushelfen. Das wird der dreifache Raketenwerfer, ne? Ja, Mist, 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 Mist. Okay, wir hoffen, dass die Raketen nicht so gut treffen. Ach, treffen unsere Schilde und unsere, was auch immer das da war. Und wir haben wieder ein Leck. Na gut, wir schmeißen eine Bombe auf die Schilde. Eine Bombe auf die Ich mach's schon wieder, wo wir keinen Dings da haben.
Wir schießen mit dem Burst Laser auf die Schilde. Burst Laser auf die Schilde. Blauer Schild, grüner Schild ist weg. Bombe auf die Schilde. Treffer, sehr gut. Wir haben wieder Intruder. Ihr, nee, du ziehst dich mal zurück. Ihr beiden kämpft einfach weiter gegen die. Du heilst dich. Du gehst mal aus dem Antrieb weg und reparierst die Schilde. Wir haben immer noch 30 Ausweichen. Wow, das war die Superwaffe. Jo, wir brauchen definitiv die Schilde. Es werden hier langsam sehr viele. Ihr zieht euch mal, dann haben wir keine Waffen mehr. Wir dürfen uns nicht zurückziehen. Sonst können wir nicht mehr schießen. Ich mache die Tür mal weiter auf, damit die alle durchgehend Schaden bekommen. Das ist jetzt sehr böse. Also wir ziehen gerade unserer eigenen Crew die Luft ab und lassen sie voneinander schießen. Einfach nur, weil wir gewinnen wollen. Aber ja, das ist das Leben meines Soldaten. Scheiße. Wir warten kurz. So, grünes Schild ist nicht mehr da. Wir werfen eine Bombe auf die Schilde. Noch eine Bombe auf die Schilde. Und schießen dann wohin? Wenn wir jetzt deren Teleporter ausschalten, was passiert dann? Und ich weiß auch nicht, ob das die Superwaffe ist. Also ich schalte jetzt erstmal den Raketenwerfer aus, weil er halt recht viel Schaden macht. Und danach gucken wir weiter. Reicht da eine Salve? Ich probier's einfach mal. Wir schießen auf die beiden. Und danach haben wir eventuell keine Waffen mehr. Und müssen alles mit dem Artillerielaser machen. So. Waffensysteme sind beide angeschlagen. Er hier ist gleich tot. Okay, wir ziehen ihn doch zurück. Und schicken ihn jetzt wieder rein in den Kampf. Du warst unser Antriebmensch. Geh zum Antrieb. Raketen treffen überall. Schilde sind immer noch kaputt. Er ist auch bald kaputt. Und unser Artilleriebeam schießt gleich. Das könnte es sein. Ich glaube, wir schaffen es gleich. Also unser Schiff sieht nicht sehr schön aus. Aber er kriegt ein Level-Up im Nahkampf. Ja, Hagar, du schaffst das. Also wir werfen eine Bombe auf den Antrieb. Und schießen danach worauf? Waffen. Cockpit. Und er ist zerstört. Yes, sehr schön. Hülalü. Oldschool Retry 2 hat's geschafft. Mit der Crew Swamp, GM Faux und Nick Me. Das war... Ja, so hätte es von vornherein laufen müssen. Also für diejenigen, die jetzt verwundert sind, es gab ja schon mal ein zweites Leben. Aber wegen dieser Steam-Geschichte habe ich das einfach rausgeschmissen aus der Playlist. Ja, weil es da zu viele Fehler da gab. Aber ja, so hätte es da laufen sollen. Oder so lief es da auch vor dem doofen Fehler. Aber ja, wir haben es jetzt auf normal auch geschafft. Ich schau mal, ob jetzt gleich noch ein anderer Spielmodi freigeschaltet wurde, also irgendein anderes Schiff. Allgemein haben wir ja sehr viele Erfolge bekommen. Also einmal für normal auf Sektor 6 zu kommen, Sektor 8 zu kommen, in Sektor 8 zu kommen, ohne die Drohnen zu kaufen und so weiter und so weiter. Das heißt, vielleicht haben wir jede Menge neues Spielzeug bekommen. Das wäre ja bestimmt ganz lustig. Allgemein hat es tierisch Spaß gemacht auf normal. Also es war gleich wesentlich anspruchsvoller als normal, als easy. Und mal gucken, was es da so in der Zukunft gibt. Vielleicht schalten sie irgendwann ja noch einen schweren Schwierigkeitsgrad frei. Oder irgendetwas ganz Besonderes. Mir hat es auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich lasse jetzt die Credits einmal durchrollen und danach gucke ich nochmal ganz kurz, was so freigeschaltet wurde oder nicht. Also bis gleich oder bis später, wenn ihr keine Lust habt, Credits anzugucken. Bis denne. So, da wären wir auch schon wieder. Wir haben 4431 Punkte bekommen. Sehr schön. Wir würden jetzt gerne ins Hauptmenü. Neues Spiel. Und gucken wir mal. Wir haben unsere Kestrel. Wir haben
Die Taurus, die hatten wir schon vorher freigeschaltet. Wir haben die Osprey, die wir eben gerade geflogen sind. Und kein neues Schiff. Auch keinen neuen Prototypen. Ah, sehr komisch. Und es gibt keinen anderen Schwierigkeitsgrad. Also muss man echt die Erfolge hier unten bekommen, um dann auf den Typ B zugreifen zu können. Um neue Schiffe zu bekommen. Das ist ein wenig schade. Also ich hätte jetzt auch ganz gerne mal das Flaggschiff geflogen oder so. Einfach nur, um sich auszutoben. Aber na gut, trotzdem ist es ein sehr geniales Spiel und auf jeden Fall das Geld wert. Das war's jetzt aber für die Aufnahme und wir sehen uns in meinen anderen Projekten. Bye, bye.